So, herzlich willkommen, hier ist TK7 von 1080p GamesView. Heute werde ich ein bisschen was über Fallout New Vegas erzählen. Das mit Abstand beste Spiel von 2010 mindestens. Und es überbietet sogar Fallout 3 in manchen Sachen. Es wurde halt noch ein bisschen verbessert, bis auf die Grafik leider, wie man sieht. Aber darauf kann man wirklich einfach nur wursten. Weil die Story einfach nur perfekt ist, verdammte Scheiße. Einfach nur perfekt. Und ich hab's schon durchgezockt, also die Hauptmission. Schon am Sonntag. Und ja, es war natürlich ein bisschen schade, dass natürlich nach dem Durchzocken nicht mehr weiterging. Demzufolge muss ich leider den entsprechenden Spielstand laden, wo ich noch nicht die letzte Mission des Ja-Sagers angenommen habe. Und demzufolge auch diesen Staudamm-Kampf da nicht miterlebt habe. Ja, ich habe es nochmal geladen. Es war eigentlich jetzt nicht so schwer. Demzufolge habe ich mich erstmal um die anderen zig Missionen gekümmert, die es eigentlich noch hier gibt. Und ja. Also wie gesagt, bitte auf das Datum achten, bevor irgendwelche Leute ankommen, jo, ein halbes Jahr, du bist noch nicht Level 30, ist mir scheißegal, das ist ja jetzt und es ist seit Freitag draußen, also bis ihr bestimmt rummeckert, habe ich es bestimmt schon längst auch, und da würde ich sogar vielleicht ein anderes Video machen, also keine Angst. So, zuerst will ich erstmal die Karte zeigen, zumindest so wie sie bisher aussieht. Also da, wo große Lücken sind, ist sowieso selbstverständlich, dass ein paar andere Orte da sein müssen. Zum Beispiel hier vielleicht, müsste noch vielleicht was sein. No back, hier bin ich vergöttert. Hier habe ich auch meine Wohnung. Helios Horn, Nelson. Black Mountain. Hier gehe ich immer hin, um die Supermutanten abzuschlachten, sage ich jetzt mal. Dann die Superhammer zum Beispiel dann gleich hier zu verkaufen. Gibson Schrottplatz. Da kriegt man für ein einigermaßen gut erhaltenes Superhammer 2000 Deckel bzw. Kronkorken. Ist auf jeden Fall sehr nice. Und davon kann man sich wiederum zum Beispiel hier Staudamm, neue Munition kaufen. Das sind auf jeden Fall schon etliche Orte. Also allein schon bis hier hinzukommen ist schon krass. Also der Weg ist wirklich richtig lang. Und das hier sowieso. Also hier wird man auch hier mit Artillerie und sowas abgeschossen oder was auch immer. Insgesamt 37 Aufgaben schon geschafft, 70 Orte. Sehr gut. Ruf. Die Legion habe ich einfach mal am Anfang gar nicht so, also war ich nicht so dagegen, aber als ich gesehen habe, was sie wirklich mit den Menschen machen, schon sehr enttäuschend. Also ich musste einfach der RNK unterstützen. Strip, das akzeptiert, vergöttert, Novak. Verrufen, Pulverbanditen. Beliebt RNK, beliebt Rumsa, beliebt stehlende Bruderschaft. Und das ist natürlich auch der Grund, wieso ich einfach nur Mr. House umbringen musste, weil er irgendwann verlangt, dass man die ganze Bruderschaft ausrottet, beziehungsweise alle umbringt. Und da sie so geile Rüstungen haben und so dermaßen geile Waffen und ich sie allgemein sehr geil finde, konnte ich leider nicht anders. Demzufolge werde ich erstmal nicht erfahren, was passiert wäre, wenn ich Mr. House unterstützt hätte. Ich habe ihn einfach deaktiviert und Pech gehabt. So ein Assi. Was soll das? Ja, das sind meine Gegenstände. Das kann ich nochmal kurz zeigen. Zack, ins Haus reingelaufen, beziehungsweise in die Wohnung, Novak. 37 Orte. Ah ne, 37 Missionen schon geschafft. So, das waren hier die Waffen.
So, das wären erstmal die Waffen und ich finde es echt richtig geil, die Waffen auf jeden Fall zu sammeln. Da man sich einfach nur, also falls man irgendjemand das Spiel präsentieren will und geht mal ein bisschen raus und probiert die Waffen aus, ist auf jeden Fall richtig geil, einfach mal alle zu haben. Statt einfach zu sagen, ja, sorry, die sind jetzt gerade alle weg oder Schrott oder was auch immer. Das Spiel schafft man auch so, also kann man auch gleich richtig perfektionistisch sein. In den Schrank zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Klamotten. Bennys Anzug zum Beispiel, da habe ich natürlich schon längst gekillt. Raumanzug von den Ghouls. Verschiedene Vault-Anzüge. Hier noch nichts. So. So sehe ich jetzt gerade aus. Ich bin ein offizielles Bruderschaftsmitglied. Ja, meine Fähigkeiten zum Beispiel noch Dietrich. Energiewaffen. Ganz viel Sprache, sehr wichtig. Sehr wichtig. Kommt wirklich verdammt oft vor, dass man einfach nur sehr viel braucht, um halt das Beste aus jedem Gespräch zu machen. Special. Zack, zack. Blutiger Tod. So, erstmal bis dahin und nicht vergessen, das ist Stand vor November. Also könnt ihr euch das sparen mit irgendwas. Ich hab's besser und hier und da. Das ist doch einfach nur eine Präsentation und ich wollte es einfach noch ein bisschen mal zeigen. Bitte abonnieren, bitte voten bei unserem Channel. 1080p Games UK7 for Life. Peace.